Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute kann ich euch endlich meinen Chinosaurus Crocodilurus vorstellen. Ja, wie ihr seht, zeige ich euch gerade noch mal kurz das Terrarium. Die Pflanzen sind schön gewachsen. Ich habe noch ein paar Äste und ein bisschen Moos dazu gepackt. Und ja, das ist jetzt das Aufzuchtterrarium von meinem kleinen Tierchen. Ich zeige es euch jetzt auch direkt, weil dafür habt ihr wahrscheinlich eingeschaltet. Und ja, hier seht ihr ihn schon. Also es ist ein kleines Baby. Und ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso hast du dir denn nur ein Tier geholt? Die sind doch besonders bedroht und man sollte die doch nachziehen. Und warum nur ein Tier? Ja, in dem Fall ist es so, dass ich bewusst ein einzelnes Tier genommen habe. Und zwar ein einzelnes Tier, was ein kleines Handicap hat. Also der Kleine hat am Oberkiefer ein kleines Loch. Das heißt, da fehlt ein Stückchen vom Kiefer. Also ist nicht weiter tragisch. Das Tier frisst, ist quick lebendig. Und ja, man sollte es aber jetzt nicht zu Zuchtzwecken weiter einsetzen. Und das ist genau der Punkt. Ich habe jetzt eine Dreifach-Win-Situation. Einmal, das Tierchen hat jetzt ein schönes Zuhause bekommen. Zweitens, der Züchter ist überglücklich, dass er das Tier vermitteln konnte. Und natürlich drittens, ich habe mein Tierchen. Ich wollte schon immer so einen kleinen Drachen haben. Und ja, bin jetzt glücklich und freue mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt noch mal ein Tier eine Chance gegeben habe, was halt wahrscheinlich so eher schwierig zu vermitteln gewesen wäre, weil die meisten Leute dann tatsächlich auch züchten wollen, was ja auch ja, bei der Art auf jeden Fall Sinn macht. Ja, ich werde in ein paar Monaten, schätze ich mal, ein Haltungsvideo über das Tierchen machen. Ich möchte jetzt erstmal ein paar Erfahrungen mit dem sammeln und dann kann ich euch auch mehr dazu erzählen. Weil das, was ich jetzt an Theorie euch erzählen kann, das kann gegebenenfalls von der Praxis abweichen. Deswegen macht das keinen Sinn, an der Stelle schon direkt ein Video zu drehen. Aber ich wollte ihn euch zeigen und ich hoffe, ihr findet ihn auch so super wie ich. Und ja, dann sehen wir uns auch im nächsten Video schon bald wieder. Es wird dann die Roomtour Teil 3 sein. Da werde ich euch dann auch meine neue Boa Constrictor Constrictor vorstellen. Die wohnt jetzt seit einiger Zeit auch bei mir, aber das ist bei den Konstriktoren manchmal ein bisschen kritisch. Die brauchen ein bisschen Eingewöhnungszeit und deswegen wollte ich jetzt nicht direkt ein Video mit ihr machen. Kommt aber alles, ein bisschen warten und dann wird das. In diesem Sinne sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.